Es muss schnell gehen, bevor der nächste Regen kommt. 7 Tage die Woche schuftet Harald Lindemann in Los Lagos in Südchile auf seinem Kartoffelacker. Erntezeit. Früher lebte der 59-Jährige jahrzehntelang in der Sekte Colonia Dignidad. Er war dort von klein auf ein Arbeitssklave. Mit 6 Jahren fingen wir an, schon auf dem Acker zu arbeiten. Mit 6 Jahren haben wir Ehre nachgesammelt, Steine gesammelt, Wurzeln gesammelt, morgens im Frost raus. Wir Kinder haben viel geweint, weil die Hände wehgetan haben. Wir waren blau gefroren, die Füße. Heute ist Harald Lindemanns Körper kaputt. Nach 35 Jahren Sklavenarbeit. Trotz Schmerzen muss er immer weiter arbeiten. Er ist angewiesen auf den mickrigen Gewinn der Kartoffelernte. In der Colonia Dignidad war Harald Lindemann jahrzehntelang eingesperrt. Ohne Lohn. Und wurde missbraucht vom pädophilen Sektenführer Paul Schäfer. Die seelischen Narben sind noch immer nicht verheilt. Dazu kommt die Gewissheit, dass der deutsche Staat vom Grauen in der Sekte wusste und nichts tat. Die deutsche Botschaft nachweislich über 20 Jahre bestechen lassen. Die haben Paul Schäfer unterstützt. Die haben nicht nur weggeschaut. Die wussten, dass wir als Kinder dort Sklavenarbeit machen, dass wir Kinderarbeit machen, dass wir von Paul Schäfer missbraucht wurden. Das war alles bekannt. Doch vom deutschen Staat kam bis heute keinerlei Hilfe für Harald und seine Frau Astrid. Auch sie war Sklavin der Sekte und muss jetzt mit ihrem Mann jeden Peso 2-mal umdrehen. Von 3 Tagen. Tags darauf Fahrt in die ehemalige deutsche Sekte Colonia Dignidad, die sogenannte Kolonie der Würde. Wir dürfen den Bundesrichter Mario Carossa bei seinen Ermittlungen begleiten. Nach dem Tod des Sektenführers Paul Schäfer wurden viele Verbrechen, die hier passiert sind, nie aufgeklärt. Zum Beispiel in dieser Scheune. Neue Zeugenaussagen könnten die Ermittlungen von Richter Carossa jetzt voranbringen. Er will beweisen, dass unter dieser Betonplatte ein Geheimgefängnis existierte. Hierher brachte man politische Gefangene. Sie wurden erst verhört, dann gefoltert und viele von ihnen danach exekutiert. Der chilenische Diktator Augusto Pinochet war ein Freund des Sektenführers Schäfer. Politische Gegner ließ er auf dem Gelände der Deutschen verschwinden. Nach deren Leichen suchen die Behörden. Carossas Ermittlungsteam nimmt uns mit, dorthin, weiter oben im Wald der Colonia Dignidad, wo sie ein Massengrab vermuten. Überall nehmen sie Bodenproben, suchen systematisch nach Knochen, Zähnen oder DNA-Spuren der ermordeten Pinochet-Gegner. Wir Chilenen müssen uns unserer Vergangenheit annehmen. Das hier ist der wohl dunkelste Teil davon, den wir aufklären und der Welt zeigen müssen. Doch bislang Fehlanzeige. Gleichzeitig warten ein paar Kilometer entfernt im Städtchen Parral die Familien der verschwundenen Folteropfer auf Antwort. Auf die Frage, wohin ihre Söhne und Brüder damals von den Schergen der Diktatur verschleppt und wo sie ermordet wurden. Wir sind verpflichtet, unsere Angehörigen zu suchen. Sie befinden sich im Nirgendwo. Deshalb sind wir in der Pflicht. Meine Mutter hatte begonnen, meinen verschwundenen Bruder zu suchen. Ich habe ihr geschworen, diese Suche fortzuführen. Deutschland muss helfen. Es trägt eine Mitschuld. Unser Schmerz wird erst enden, wenn wir die Reste unserer Angehörigen finden. Selbst wenn wir nur eine Leiche entdecken, wird der Schmerz, den wir bis heute empfinden, zumindest ein Stück kleiner. Sieben Autostunden weiter südlich.
die Region Los Lagos. In großer Distanz zum Gelände der Sekte, dem Fundo, wie er es nennt, versucht Harald Lindemann, so gut es eben geht, zu leben. Wenn die Kartoffelpreise fallen, macht er Verluste und muss neue Kredite aufnehmen. Ihn schmerzt, dass er trotz lebenslanger Arbeit und Ausbeutung nicht daran denken kann, sich irgendwann zur Ruhe zu setzen. Ich kann nicht aufhören, weil wir müssen ums Überleben hier kämpfen. Weil wir bis heute noch keinen Anteil, nichts haben von unserer Arbeit, die wir im Fundo geleistet haben, 40 Jahre. Das war alles ohne Lohn, es wurde nichts auf die Renten aufgezahlt. So wird Harald wohl auch als Rentner bis zuletzt von der Kartoffelernte leben müssen. Zumindest solange es die deutsche Regierung nicht schafft, doch noch unbürokratisch eine Entschädigung zu zahlen. Das würde ihm einen Lebensabend in Würde ermöglichen.